Erster FC Nürnberg gegen Borussia Dortmund. Unser zweites Saisonspiel steht vor der Tür. Ich hoffe, wir können auch diesmal wieder gewinnen. Im ersten Spiel, das erste Spiel gegen, ich glaube Bremen war es, konnten wir mit 3:1 gewinnen. Ganz schöne Tore, finde ich, habe ich mich ganz gut angestellt, würde ich mal so behaupten, einfach mal. Und ja, wir spielen wieder auf Weltklasse, 4 Minuten und Regen diesmal. Bei uns spielen Roman Weidenfeller, Lukas Piszczek, Felipe Santana, Mats Hummels, Marcel Schmelzer, Ilkay Gündogan, James Milner, Jakob Blaschikowski, Marco Reus, Mario Götze und Robert Lewandowski. Ja, wieder die gleiche Aufstellung wie beim letzten Mal. Hat sich irgendwie niemand schlecht herauskristallisiert oder so, deswegen, ja, fangen wir mal an, würde ich sagen. Nürnberg spielt im 4-2-3-1 mit dem Polter vorne drin, der meine Abwehr ganz gehörig durcheinander poltern kann, wenn er dann will. Aber hoffentlich wird er das nicht tun. Und der Torwart hält hier erstmal schön den Elfmeter von Lewandowski. Interessiert uns jetzt aber nicht so. Ja. Nürnberg gegen Dortmund. Das zweite Saisonspiel. Ich hoffe, es wird spannend. Und ich hoffe ja auch, ich kann es für mich entscheiden. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. So, Spieler kommen hier eingelaufen. Kommentatoren habe ich natürlich ausgestellt. Komische Frank Buschmann und Manni Breukmann hier. Wie der Typ heißt, braucht man nicht. Dafür bin ich jetzt ja der Kommentator, ne? Und ja, hier schütteln sie sich noch schön die Hand, freuen sich auf ein gutes Spiel. Und der Schiedsrichter ist Heimo Wasserschneider. Kommt auch aus Deutschland, wie beim letzten Mal. Und ich hoffe, er wird auch relativ unparteiisch pfeifen und nicht so ein Scheiß wie letztes Mal mit diesem komischen Elfmeter. Und ja, ich denke mal, wir machen mal weiter. Ja, wir haben hier Anstoß und auf geht's in die zweite Bundesliga-Partie. Marcel Schmelzer hier am Ball. Vielleicht auf Reus. Lang. Ich weiß nicht, kann ich wieder zurückziehen? Hier läuft irgendwie niemand mit gerade. Hier Milner jetzt mal. Jetzt Götze. Und Werder Bremen für schon 1:0 gegen Hamburg. Oh, das war natürlich ein hartes Foul. Und es gibt direkt Rot. Alter. Ja, schlimm war das wohl natürlich, aber so heftig hätte ich es jetzt nicht gedacht, dass es gleich Rot dafür gibt. Okay, das ist natürlich ein guter Vorteil für mich. Ich guck mal, kann ich den Schützen nicht ändern? Was ist das denn? Muss ich wirklich mit Milner schießen? Was ist das denn? Jetzt kann ich den nicht mit Reus so schießen. Egal, Milner schafft das auch. Schade. Zwar direkt auf den Torwart, aber ja, ganz guter Start. Rote Karte für Nürnberg. Ich glaube, Mike Franz hat es getroffen. Und ja, das muss ich jetzt eigentlich mal ein bisschen ausnutzen hier. Hier vielleicht auf Reus. Und hämmert einfach mal drauf. Schade. So, jetzt hier, der steht, glaube ich, im Abseits hier. Läuft trotzdem nochmal nach hinten. Komm, Santana, greif mal ein bisschen an hier. Oh, läuft er dann leider am Ball vorbei. Und der Außenspieler kann jetzt hier frei durchlaufen. Und die Flanke suchen. Und die geht auch rauf. Oh, richtig schön geklärt von meinem Verteidiger. Das hätte es nochmal werden können hier. Jetzt vielleicht steil auf Blaschikowski, der ist jetzt frei vom Tor. Oh Gott, war das schlecht gemacht. Ich wollte ihn eigentlich anschneiden, so am Torwart vorbeilegen, so. Hat aber irgendwie gar nicht geklappt. Na, hätte ich wahrscheinlich einfach von Vollspann in die kurze Ecke schießen müssen. Das klappt ja irgendwie ziemlich gut bei FIFA 13. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Jetzt hier, vielleicht Blaschikowski läuft einfach mal durch. Und die Flanke auf Lewandowski vielleicht. Der war jetzt ein bisschen zu weit, die Flanke. Die wollte ich eigentlich auf Lewandowski, wie gesagt, haben. Jetzt Götze hier vielleicht nochmal. Lewandowski lässt ihn einfach mal durch. Zieht zurück. Und jetzt einfach, schießt einfach mal drauf. Oh, leider geblockt. Wäre wahrscheinlich daneben gegangen, aber... Jetzt haben wir erstmal unsere Ecke hier mit Schmelzer. Bringen wir die rein. Und... Ist schade. Egal, ich habe den Ball nun wahrscheinlich nochmal. Götze hier am Ball. Auf Milner. Und der zieht einfach mal drauf. Und jetzt vielleicht Kopfball. Und unsere Nummer 15. Mats Hummels. Macht hier auch sein erstes Tor. Ist ja bei der Ecke mit nach vorne gekommen.
Und ja, köpft den Ball dann einfach rein, nachdem der Ball irgendwie abgeblockt wurde. Ja, sehr schön auf jeden Fall. Da haben wir auch unser zweites Spiel, liegen wir auch in Führung hier. 1 zu 0. Und so kann das weitergehen, ne? Besser kann es eigentlich gar nicht sein. Wieder in Führung hier, dann würden wir jetzt schon 6 Punkte haben. Na, ich will noch nicht darüber reden. Wir haben immer noch, weiß ich nicht, genug Minuten zu spielen, 60 Minuten zu spielen oder so. Oder wäre es natürlich schlechter Pass. Also ich muss nur sagen, das liegt natürlich auch daran, dass hier der Franz, also der Typ von Nürnberg, hier die gelbe Karte oder die rote Karte natürlich bekommen hat eben. Jetzt vielleicht lang auf Lewandowski. Leider sehr schlecht. Aber was will man machen, ne? Jetzt hier vielleicht Konter, Lewandowski. Oh Gott, war der schlecht gespielt. Das wollte ich ihn natürlich nicht, aber hier wieder schön erobert. Jetzt vielleicht lang auf Lewandowski nochmal. Und einfach mal eine lange Flanke. Oh, schade. Hätte ja klappen können. Ich kriege hier irgendwie keinen Verteidiger ausgewählt. Jetzt geht doch. Jetzt muss Santana hier hinterher. Oh, läuft leider am Ball vorbei. Oh Gott, das könnte jetzt was werden. Oh, gut. Wahrscheinlich Ecke für Nürnberg. Und jetzt kriegt hier noch jemand die gelbe Karte. Oder wie sieht's aus? Ja, okay, einer von Nürnberg. S-Wein hier mit der gelben Karte. Und Nürnberg mit der Ecke. Leverkusen führt 2-0 gegen Freiburg übrigens. Kann man noch nicht viel draus schließen, weil noch nicht viel gespielt ist in der Liga. Und hier leider das Kopfballtor durch den Polter, der hier den Ball ins Tor gepoltert hat, wie ich es vorhin auch schon angekündigt habe. Ja, sah ich nicht gut aus bei der Ecke. Mein Verteidiger ist irgendwie nicht hochgesprungen. Und ja, kann den Kopfball und damit das Tor auch nicht verhindern, dann leider. Ja, müssen wir jetzt sehen, dass wir es wieder ausgleichen. Ja, aber jetzt Gündogan hier vielleicht. Schießt leider den Nürnberger an. Ja, der geht ins Aus. Ja, sehr schön. So, jetzt hier Einwurf durch Piszczek. Schneller Einwurf auf, wer ist das? Auf Błaszczykowski natürlich. Und hier Götze am Ball. Kann sich vielleicht mal jemand freilaufen. Ja, schön gestartet in den Raum von Gündogan. Aber er kriegt den Ball leider nicht. Weil er ein bisschen. Ja, genau. Jetzt hätte ich gerade einen richtig geilen Konter oder beziehungsweise einen richtig geilen Angriff spielen können. Aber jetzt pfeift der Schiedsrichter leider ab. Ja, zwei Tore, beide durch Kopfball. Ja. Das war natürlich übertrieben schlecht ausgespielt. Ja, und ja, hier. Wir spielen in der englischen Woche anscheinend. An einem Dienstag. Bayern 0 für Leverkusen spielt 2-0 gegen Freiburg. Und Werder Bremen 1-0 gegen HSV im Nordderby. Ich muss sagen, ich komme aus Hamburg. Ja, gegen HSV habe ich nichts. Aber besonders mögen tue ich sie auch nicht. Ich weiß nicht, irgendwie, ich mochte sie mal. Noch früher, als sie noch, weiß ich nicht, wen hatten hier. Oh Gott, das kann doch nicht sein. Jetzt hat der Polter hier schon wieder ein Tor reingepoltert, ey. Das kann doch nicht sein. Mann, irgendwie. Ich weiß nicht, ob der den übelsten Kopfballwert hat oder was der hier macht oder was mein Verteidiger falsch machen, aber ich drücke Hammer die ganze Zeit schon auf X. Und ja. So. Götze hier. Einen Moment, ich muss glaube ich einmal kurz die Aufnahmen unterbrechen. Bis gleich. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, ist das letzte Spiel ein bisschen abrupt abgebrochen worden. Es liegt daran, dass ich irgendwie hier gefailt habe, den Rest noch einmal aufzunehmen. Und das wird jetzt leider nicht mehr. Ja, was kann man noch groß dazu sagen? Ich habe das Spiel 3-1 verloren. War keine gute Leistung von mir. Ja, der Polter hat mir halt noch ein Ding mehr reingehauen. Reingepoltert, wie auch immer. Und ja, was will man machen, ne? Was kann ich noch sagen? Ja, mehr ist eigentlich nicht passiert. Wir sind hier, ich kann euch einmal kurz die Tabelle zeigen. Vereinswettbewerb Bundesliga-Liga-Tabelle. Wir sind hier auf den 7. Platz abgerutscht. Haben nur 3 Punkte. Aus 2 Spielen. Und ja, viel verpasst habt ihr nicht mehr. War kein großartiges Spiel so im Prinzip. Und ja,
Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, obwohl das jetzt ein bisschen scheiße war, das weiß ich selbst, ja. Aber ja, hoffentlich hat euch das ein bisschen Spaß gemacht hier. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, wenn ihr noch Vorschläge habt, was ich dann noch für Spieler kaufen könnte. Hier Transfermarkt und so, weil der hat ja noch 12 Stunden oder so geöffnet, glaube ich. Oder ein bisschen hat er auf jeden Fall noch geöffnet. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Vorschläge hättet. Was ich hier so noch kaufen könnte, was für Spieler. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Genießt das Let's Play, ja. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein.